19:05 Uhr Fazit. In einer intensiven Nervenschlacht schlägt Roger Federer Landsmann Stan Wawrinka mit 7:6, 4:6, 7:6 und 6:4. Der Altmeister musste für seinen Erfolg richtig ackern, auch wenn er am Ende sicherlich der verdiente Sieger ist. Wawrinka spielte unglaublich konstant und spielte vor allem in den Drucksituationen ganz stark. Und von diesen Situationen gab es so einige, denn Wawrinka wehrte 16 der 18 Breakbälle ab. Er selbst hatte lediglich 5 Breakbälle, was zeigt, dass Federer immer einen Tick vorne war, auch wenn es der Spielstand nicht immer zeigte. Eine Regenpause in Satz 4 sorgte für zusätzliche Spannung. Aus der Unterbrechung kam Federer etwas mutiger wieder, was am Ende wohl den Ausschlag gab, 19:01 Uhr. Wawrinka R. Federer 6:7, 6:4, 6:7, 4:6 nun also doch. Federer legt mit 2 starken Aufschlägen die Basis und vollendet 2-mal per Volley. Der 37-Jährige steht im Halbfinale von Roland Garros, 19:00 Uhr. Wawrinka R. Federer 6:7, 6:4, 6:7, 4:5, das gibt es doch nicht. Federer holt sich mit einem Service-Winner den Matchball, vergibt diesen aber mit einem Doppelfehler. Unfassbar, 18:59 Uhr ist. Wawrinka R. Federer 6:7, 6:4, 6:7, 4:5, nun dreht sich das Ganze zunächst wieder, denn Wawrinka hat nach einer tollen Vorhand den Breakball. Federer kontert diesen mit einem weiteren Stopp, an den Wawrinka nicht herankommt, 18:57 Uhr ist. Wawrinka R. Federer 6:7, 6:4, 6:7, 4:5, sehr mutig gespielt von Wawrinka, der ans Netz geht und dort gleich 3-mal Volley ran muss, ehe Federer die Kugel ins Netz drischt, 18:56 Uhr ist. Wawrinka R. Federer 6:7, 6:4, 6:7, 4:5, Federer geht ans Netz und volliert ganz stark. Es gibt den Matchball, 18:56 Uhr ist. Wawrinka R. Federer 6:7, 6:4, 6:7, 4:5, die Spannung ist zu spüren. Federer erlaubt sich seinen ersten Doppelfehler der Partie, spielt in der Folge dann aber sehr stark auf. 30:30, 18:52 Uhr ist. Wawrinka R. Federer 6:7, 6:4, 6:7, 4:5, da ist das Break. Federer riskiert und spekuliert beim zweiten Aufschlag. Damit hat der 37-Jährige die Oberhand im Ballwechsel und macht den Sack in diesem Spiel zu. Nun serviert der Maestro zum Matchgewinn, 18:51 Uhr es. Wawrinka R. Federer 6:7, 6:4, 6:7, 4:4, jetzt wird es ernst. Wawrinka feuert eine Vorhand in Side-in neben die Linie und Roger Federer hat nun seine Breakbälle 17 und 18, 18:49 Uhr S. Wawrinka R. Federer 6:7, 6:4, 6:7, 4:4, Federer probiert sich in dieser wichtigen Phase der Partie trotzdem noch aus und versucht gleich 2-mal in Serie den Stopp. Einmal mit Erfolg, einmal ohne. Doch am Ende kann sich der Maestro dann doch das 4:4 schnappen, 18:45 Uhr es. Wawrinka R. Federer 6:7, 6:4, 6:7, 4:3, doch am Ende kann Stan Wawrinka seinen Service halten. Mit der geballten Faust schaut er in seine Box. Sicherlich ist auch dort allen klar, wie wichtig dieses Aufschlagspiel war, 18:44 Uhr es. Wawrinka R. Federer 6:7, 6:4, 6:7, 3:3. Wawrinka hat die unangenehme Aufgabe, die Partie wieder zu eröffnen. Einen Fehler darf er sich nun nicht erlauben. Es geht aber zumindest schon mal über 30:30, 18:39 Uhr gleich geht es los. Nun sind Wawrinka und Federer zurück auf dem Court und spielen sich warm.
Gleich geht es weiter, 18.34 Uhr, es könnte weitergehen, die Plätze sind nun wieder frei. Auf dem Centre-Court sind Nadal und Nishikori schon auf dem Platz. Die beiden Schweizer lassen hier allerdings noch auf sich warten, 18.10 Uhr noch mindestens 20 Minuten Pause. Der Veranstalter gibt nun bekannt, dass die Spiele frühestens um 18.30 Uhr weitergehen werden. Erst dann wird eine neue Prognose gegeben, 18 Uhr das Warten geht weiter, noch gibt es keine neuen Infos bezüglich des weiteren Planes. Weil aber die Herren einen Tag mehr Luft haben als die Frauen, könnte es auch sein, dass es zunächst mit den Damen weitergeht. Sobald es Neues gibt, melden wir uns zurück, 17.34 Uhr Geduld gefragt, wann genau es weitergeht, ist noch nicht bekannt. Das Gewitter hat die Anlage allerdings erreicht und wird nun mit Sicherheit erst einmal abgewartet. Sobald es neue Infos gibt, geben wir diese natürlich weiter, 17.29 Uhr Spiel unterbrochen, weil sich über Paris enorme Gewitterwolken zusammenbrauen, ist die nötige Sicht nicht mehr gegeben. Gemeinsam mit dem Veranstalter entscheiden sich die Spieler, das Match zu unterbrechen, 17.26 Uhr ist. Wawrinka R. Federer 6:7, 6:4, 6:7, 3:3. Während sich Wawrinka bei dem Schiedsrichtern über die Lichtverhältnisse beklagt, spielt Federer seinen Stiefel herunter und gleicht zum 3:3 aus, 17.22 Uhr ist. Wawrinka R. Federer 6:7, 6:4, 6:7, 3:2. Wieder muss Federer mit dem Gedanken die Seiten wechseln, einen Breakball ausgelassen zu haben. Was man ihm lassen muss, er lässt sich nichts anmerken. Bei 16 ausgelassenen Break-Möglichkeiten würde der ein oder andere sicherlich deutlich emotionaler reagieren, 17.19 Uhr. Wawrinka R. Federer 6:7, 6:4, 6:7, 2:2. Wawrinka spielt einfach sein bestes Tennis in diesen Drucksituationen. Gleich zweimal in Serie spielt der 34-Jährige mit überragender Länge in seinen Grundschlägen, 17.18 Uhr. Wawrinka R. Federer 6:7, 6:4, 6:7, 2:2. Ein altbekanntes Bild offenbart sich. Roger Federer holt sich nach einem tollen Stopp den nächsten Breakball, 17.14 Uhr. Wawrinka R. Federer 6:7, 6:4, 6:7, 2:2. Federer will sich schnell eine neue Chance erarbeiten, um den Aufschlag von Wawrinka zu attackieren und holt sich zu 0 seinen Service, 17.11 Uhr. Wawrinka R. Federer 6:7, 6:4, 6:7, 2:1. Unglaublich. Wawrinka wehrt einen weiteren Breakball ab und dreht dann richtig auf. Der 34-Jährige holt sich das 2:1 und geht lautstark aus sich heraus, 17.09 Uhr. Wawrinka R. Federer 6:7, 6:4, 6:7, 1:1, das gibt es doch nicht. Federer vergibt den nächsten Breakball. Der Maestro steht nun bei ein 15. in Sachen Breakbällen, 17.07 Uhr. Wawrinka R. Federer 6:7, 6:4, 6:7, 1:1 und auch diese Chancen vergibt Federer. Richtige Chancen hatte der 37-Jährige aber eigentlich nicht. Zu gut der Aufschlag des Kontrahenten, 17.06 Uhr. Wawrinka R. Federer 6:7, 6:4, 6:7, 1:1. Wawrinka vergibt eine sehr einfache Rückhand und nun hat Roger Federer weitere Breakbälle, 17.03 Uhr. Wawrinka R. Federer 6:7, 6:4, 6:7, 1:1. Doch auch Roger Federer startet gut in den vierten Satz hinein und holt sich zu 0 sein Aufschlagspiel, 17.02 Uhr. Wawrinka R. Federer 6:7, 6:4, 6:7, 1:0. Flott auf den Beinen ist Wawrinka aber dennoch. Einen Stopp von Federer kann der 34-Jährige ganz stark erlaufen und anstatt eines Einstandes geht Spiel 1 somit an Stand, wenn man 16.56 Uhr ist. Wawrinka R.
Federer 6 zu 7, 6 zu 4, 6 zu 7, Satz 3 entwickelte sich so dermaßen intensiv zu einem Abnutzungskampf, dass beide Spieler körperlich schon enorm gefordert sind. Der fast 38-jährige Federer und auch Wawrinka, der schon lange Zeit in diesem Turnier ran musste, sind sicherlich auch nicht auf dem höchsten Fitnesslevel. 16.55 Uhr ist Wawrinka R. Federer 6 zu 7, 6 zu 4, 6 zu 7. Federer schlägt mit 4 Kick nach außen auf und geht sofort ans Netz. Damit setzt er Wawrinka unter Druck, der die Kugel ins Netz feuert. Damit geht Satz 3 an den Maestro. 16.54 Uhr ist Wawrinka R. Federer 6 zu 7, 6 zu 4, 6 zu 6, 5 zu 6, 2 Asse in Serie wären nun die ersten Satzbälle ab. Nun aber hat Federer Aufschlag. 16.53 Uhr ist Wawrinka R. Federer 6 zu 7, 6 zu 4, 6 zu 6, 3 zu 6. Nachdem Wawrinka mit einem Return-Winner das erste Mini-Break holte, landet ein weiterer Return im Aus. Damit gibt es nun 3 Breakbälle für Federer. 16.52 Uhr ist Wawrinka R. Federer 6 zu 7, 6 zu 4, 6 zu 6, 2 zu 5. Es wird eng für Wawrinka. Der 34-Jährige gibt ein weiteres Mini-Break ab. Federer hat nun 2 Aufschläge und damit alle Trümpfe in der Hand. 16.51 Uhr ist Wawrinka R. Federer 6 zu 7, 6 zu 4, 6 zu 6, 1 zu 3. Das erste Mini-Break geht abermals an Roger Federer, der ans Netz rückt und den Passierball von Wawrinka mit einem überragenden Reflex noch übers Netz drückt. Starker Ball. 16.47 Uhr s. Wawrinka R. Federer 6 zu 7, 6 zu 4, 6 zu 6 und diese Pflicht erfüllt Wawrinka. Zwar nicht mit Leichtigkeit, aber doch souverän kann der 34-Jährige sich ins Tiebreak bringen. 16.43 Uhr s. Wawrinka R. Federer 6 zu 7, 6 zu 4, 5 zu 6, nun also doch. Nach rund 10 Minuten hat es Roger Federer geschafft und kann das Aufschlagspiel nach Hause bringen. Nun ist es an Stan Wawrinka, seine Pflicht zu erfüllen, um einen zweiten Tiebreak zu erzwingen. 16.41 Uhr s. Wawrinka R. Federer 6 zu 7, 6 zu 4, 5 zu 5. Dieses Aufschlagspiel ist unfassbar intensiv. Aktuell schafft es Federer einfach nicht, den Sack zuzumachen, obwohl er sich Vorteil nach Vorteil erarbeitet. 16.37 Uhr s. Wawrinka R. Federer 6 zu 7, 6 zu 4, 5 zu 5. Doch auch der zweite Breakball ist bereits Geschichte, denn Federer schraubt einen Service-Winner aus dem Ärmel. 16.37 Uhr s. Wawrinka R. Federer 6 zu 7, 6 zu 4, 5 zu 5. Apropos Riesenchance. Federer bereitet alles toll vor und verzieht dann den Überkopfball. Unfassbar, was für Chancen hier liegen gelassen werden. 16.36 Uhr s. Wawrinka R. Federer 6 zu 7, 6 zu 4, 5 zu 5. Wawrinka hat es in der Hand. Der Ballwechsel liegt komplett in der Hand des 34-Jährigen, der gegen einen Notschlag von Federer dann aber zu ängstlich ist und diese Riesenchance liegen lässt. 16.35 Uhr s. Wawrinka R. Federer 6 zu 7, 6 zu 4, 5 zu 5. Federer führt 30 zu 0, wird dann aber ungenau und trifft falsche Entscheidungen. Nun gibt es dann doch einen Breakball für Wawrinka. 16.32 Uhr ist Wawrinka R. Federer 6 zu 7, 6 zu 4, 5 zu 5. Wahnsinn. Beide Spieler ziehen das Rückhand-Cross-Duell voll durch, ehe Wawrinka Longline geht und zum 5 zu 5 ausgleicht. Es ist ein Abnutzungskampf auf hohem Niveau zu diesem Zeitpunkt. 16.31 Uhr ist Wawrinka R. Federer 6 zu 7, 6 zu 4, 4 zu 5. Es geht hin und her. Federer erobert sich den nächsten Satzball, doch scheitert dann mit dem Return.
Auch wenn er den Schläger nur hinhält, der Ball geht dennoch hinter die Grundlinie, 16.30 Uhr ist. Wawrinka, Federer 6:7, 6:4, 4:5, Federer lässt die nächste Chance liegen. Ohne Not versucht er eine Rückhand, Longline, die allerdings leicht neben die Linie geht, 16.29 Uhr ist. Wawrinka, Federer 6:7, 6:4, 4:5 stark reagiert von Federer, der den Aufschlag falsch liest und umdisponieren muss. Seine Vorhand ist dann aber so gut, dass sie den Grundstein für den ersten Satzball in Durchgang 3 bietet, 16.24 Uhr es. Wawrinka, Federer 6:7, 6:4, 4:5 und das ist mindestens genauso wichtig für den 37-Jährigen. Er verteidigt sein Rebreak und schiebt sich zum ersten Mal seit längerer Zeit wieder in Führung, 16.21 Uhr ist. Wawrinka, Federer 6:7, 6:4, 4:4, auf einmal geht es schnell. Federer bekommt zwei weitere Breakbälle und dieses Mal tut ihm Wawrinka den Gefallen und legt eine sehr einfache Vorhand hinter die Linie. Alles ist wieder in der Reihe, doch das Momentum, was jetzt lange bei Wawrinka lag, liegt nun wieder beim Maestro, 16.16 Uhr es. Wawrinka, Federer 6:7, 6:4, 4:3, Federer spielt Surfen-Volley, legt den Volley aber ins Netz. Ein Flüchtigkeitsfehler, der eventuell große Konsequenzen hat, 16.16 Uhr es. Wawrinka, Federer 6:7, 6:4, 3:3 und eben diesen Fehler macht Federer. Eine Vorhand landet im Netz und so bekommt Wawrinka seinen zweiten Breakball der Partie, 16.15 Uhr es. Wawrinka, Federer 6:7, 6:4, 3:3, wieder wird es brenzlig für Roger Federer, der mit 0.30 Uhr hinten liegt und sich kaum einen Fehler erlauben darf, 16.14 Uhr es. Wawrinka, Federer 6:7, 6:4, 3:3, Wawrinka braucht bei eigenem Aufschlag einen gewissen Flow. Wenn er diesen bekommt, kann er seine Aufschlagspiele auch sicher durchbringen. So auch hier, 16.10 es. Wawrinka, Federer 6:7, 6:4, 2:3, am Ende kann der Maestro das Aufschlagspiel auch einfahren und geht wieder in Führung. Der Druck ist damit wieder bei Wawrinka, der damit aber bisher auch gut klar kam, 16.09 es. Wawrinka, Federer 6:7, 6:4, 2:2 und zum ersten Mal geht Roger Federer emotional aus sich heraus. Der 37-Jährige dreht an 0.30 Uhr auf 40:30 und schreit seinen Frust der letzten Stunde heraus, 16.08 es. Wawrinka, Federer 6:7, 6:4, 2:2, wieder eine Chance gehabt, wieder keinen Break geschafft. Diese Situation zieht sich weiterhin durch das Match von Roger Federer, der nun bei eigenem Aufschlag erstmal wieder liefern muss, bevor er abermals auf die Jagd nach dem Break geht, 16.06 Uhr. Wawrinka, Federer 6:7, 6:4, 1:2 und Federer muss weiter auf das Break warten, denn Wawrinka wehrt das Ganze mit einem Service-Winner ab, 16.05 Uhr. Wawrinka, Federer 6:7, 6:4, 1:2, nach einem Doppelfehler von Wawrinka gibt es einen weiteren Breakball für Federer. Seinen bisher achten dieser Art, 16.01 es. Wawrinka, Federer 6:7, 6:4, 1:2, was für ein Aufschlagspiel von Federer. Vier Ace in Serie bringen ihm das blitzschnelle 2:1, 15.59 Uhr es. Wawrinka, Federer 6:7, 6:4, 1:1, Wawrinka zaubert eine tolle Rückhand-Cross aus dem Hut und das gegen einen starken Return seines Gegenübers. Ein ganz wichtiger Schlag in einem wichtigen Moment. Wawrinka kann ausgleichen, 15.55 Uhr es. Wawrinka, Federer 6:7, 6:4, 0:1, mühevolles Aufschlagspiel von Roger Federer.
Der 37-Jährige kann sich mit einem tollen Volley aus großem Druck befreien und auch den nächsten Punkt ergattern. Dennoch muss El Maestro seine Lockerheit wiederfinden, um nicht zu sehr ins Hintertreffen zu geraten. 15.52 Uhr ist Wawrinka R. Federer 6:7, 6:4, 0:0 wieder eröffnet Federer den Satz und muss also selber vorlegen. Der 37-Jährige muss aber sofort wieder über einen Stand gehen. Man sieht dem Maestro an, wie genervt er von dem unnötigen Satzverlust ist. 15.49 Uhr. Wawrinka R. Federer 6:7, 6:4, 0:0 unverdient ist der Satzgewinn von Stan Wawrinka mit Sicherheit nicht, doch ein wenig überraschend kommt er schon. Federer ist der etwas bessere Spieler auf das ganze Match gesehen, in den entscheidenden Momentan ist Wawrinka aber voll da und kauft seinem Kumpel den Schneid ab. 15.48 Uhr. Wawrinka R. Federer 6:7, 6:4, der zweite Satz geht an Stan Wawrinka. Der Gewinner von 2015 ist wieder voll im Plan, weil er Federer gleich zweimal auf dem falschen Fuß erwischt. 15.46 Uhr. Wawrinka R. Federer 6:7, 5:4, Wawrinka verdaddelt alle drei Satzbälle. Wawrinka schlägt nicht gut auf und wird zudem von Federer überrascht, der deutlich mehr Risiko geht. 15.44 Uhr. Wawrinka R. Federer 6:7, 5:4. Es gibt drei Satzbälle für Wawrinka, der sich bei seinem Kickaufschlag weiterhin sehr wohl fühlt und damit immer mehr Erfolg hat. 15.40 Uhr. Wawrinka R. Federer 6:7, 5:4. Nun muss Federer liefern und liefert auch. Sein Aufschlagspiel ist ebenso deutlich. Helfen tut ihm das allerdings wenig. Er braucht das Break, für das er nur noch eine Chance hat. 15.39 Uhr ist Wawrinka R. Federer 6:7, 5:3. Das Projekt Break erhält für Roger Federer einen ordentlichen Dämpfer. Zu null kann sich Wawrinka behaupten. 15.35 Uhr. Wawrinka R. Federer 6:7, 4:3. Auf der Gegenseite macht Roger Federer abermals kurzen Prozess. Wenn man sieht, wie deutlich Federer nahezu alle Aufschlagspiele durchbringt, ist es kaum zu glauben, dass er hier mit einem Break hinten liegt. 15.32 Uhr. Wawrinka R. Federer 6:7, 4:2 mit zwei starken Aufschlägen kann sich Wawrinka aus dem Druck befreien und holt sich das Spiel zum 4:2. Weiterhin liegt er also ein Break vorne und ist auf der Jagd nach dem Satzgewinn. 15.31 Uhr. Wawrinka R. Federer 6:7, 3:2 sehr umkämpftes Aufschlagspiel von Wawrinka. Zum wiederholten Male muss der 34-Jährige kämpfen. Einen Breakball gab es zwar noch nicht, aber bereits mehrfach ging es hier über einen Stand. 15.25 Uhr. Wawrinka R. Federer 6:7, 3:2. Federer lässt sich aber doch nicht zu sehr aus der Ruhe bringen und findet zumindest bei eigenem Aufschlag wieder in die Spur. Der 37-Jährige bringt seinen Service zum wiederholten Mal sehr, sehr sicher durch. 15.23 Uhr. Wawrinka R. Federer 6:7, 3:1. Mit ganz viel Mühe bestätigt Wawrinka hier sein Break. Federer schafft es einfach nicht, seine Breakchancen zu verwerten. 15.22 Uhr. Wawrinka R. Federer 6:7, 2:1. So langsam scheint auch Federer nachdenklich zu werden. Einen langen Grundschlag von Wawrinka trifft der 37-Jährige nur mit dem Rahmen und so ist auch dieser Breakball weg. 15.21 Uhr. Wawrinka R. Federer 6:7, 2:1. Es gibt tatsächlich zwei weitere Breakchancen für Federer, der beim ersten jedoch direkt einen Return-Fehler macht. 15.19 Uhr. Wawrinka R. Federer 6:7, 2:1. Das gibt es doch nicht.
Wawrinka leistet sich bei seinem Aufschlagspiel gleich zwei Doppelfehler hintereinander. Das ist die Möglichkeit für Federer, sich weitere Breakbälle zu erarbeiten. 15.16 Uhr ist Wawrinka R. Federer 6:7, 2:1, das erste Break der Partie geht hier tatsächlich an Stan Wawrinka, der von einem Rutscher Federers profitiert und den Ball mit der Vorhand in die Cross-Ecke legt. 15.16 Uhr ist Wawrinka R. Federer 6:7, 1:1, Federer muss abermals über den zweiten Aufschlag gehen und wird von Wawrinka überrascht. Die Vorhand landet im Aus und es gibt Breakball. 15.15 Uhr ist Wawrinka R. Federer 6:7, 1:1, Federer geht über Surfen Volley, der Return von Wawrinka ist aber zu gut. Erstmals geht es bei Aufschlag Federer über Einstand. 15.13 Uhr ist Wawrinka R. Federer 6:7, 1:1 und tatsächlich, es läuft wie in Satz 1. Federer hat bei 30:40 den Breakball, das Spiel geht am Ende aber doch an Wawrinka, der hier in den wichtigen Situationen besonders gut agiert. 15.12 Uhr ist Wawrinka R. Federer 6:7, 0:1, der zweite Satz geht ähnlich weiter wie Durchgang 1, denn Federer hat schon wieder einen Breakball. Dieses Mal allerdings segelt eine Rückhand hauchzart hinter die Grundlinie und so vergibt der Maestro auch diesen Breakball. 15.07 Uhr ist Wawrinka R. Federer 6:7, 0:1, Wawrinka holt sich zwei schnelle Punkte zum 30:0. Der 34-Jährige hat sogar die Chance, sich hier drei Breakbälle zu holen, vergibt jedoch. Danach zieht Federer dann aber doch wieder sein Ding durch und erzielt drei weitere Punkte in Serie. 15.03 Uhr ist Wawrinka R. Federer 6:7, der Satzverlust wiegt für Wawrinka allerdings besonders schwer. Der 34-Jährige hat ja noch das 5-Stunden-Match gegen Tsitsipas in den Knochen, während Federer insgesamt nur knapp 7,5 Stunden auf dem Court stand. 15.02 Uhr ist Wawrinka R. Federer 6:7, Satz 1 geht damit durchaus verdient an Federer, der bis zum Tiebreak bereits 4 Breakbälle hatte und selber keinen solchen zuließ. Doch auch die Leistung von Wawrinka ist nicht zu unterschätzen, denn der 34-Jährige zeigte einen tollen Kampf und vor allem in den kritischen Situationen super Schläge. 15.01 Uhr Wawrinka R. Federer 6:7, Federer lässt sich das Ganze nun nicht mehr nehmen. Mit zwei starken Aufschlägen macht der Maestro den Sack zu. 15 Uhr ist Wawrinka R. Federer 6:6, 4:5, bitterer Fehler von Wawrinka. Der 34-Jährige ist abermals derjenige, der eine Cross-Rallye aufbrechen will, feuert die Filzkugel dieses Mal jedoch ins Netz. 15 Uhr ist Wawrinka R. Federer 6:6, 4:4, das ist dann doch das Rebreak. Federer steht am Netz unter Dauerfeuer und verlegt dann den Vorhandvolley hinter die Grundlinie. Ein starkes Ass später gleicht Wawrinka dann zum 4:4 aus. 14.58 Uhr ist Wawrinka R. Federer 6:6, 2:4, die Seiten werden beim Stande von 4:2 für Federer gewechselt. Wawrinka kann man hier auf keinen Fall abschreiben in diesem Tiebreak, mit dem Mini-Break gegen sich wird es jedoch ungleich schwerer. 14.57 Uhr ist Wawrinka R. Federer 6:6, 2:3, da ist das erste Mini-Break. Federer holt sich den Aufschlag von Wawrinka und hat nun alles in der eigenen Hand. 14.56 Uhr ist Wawrinka R. Federer 6:6, 1:2, wow! Federer ist bei eigenem Aufschlag komplett unter Druck und kann nur noch verteidigen. Auf einmal zaubert der Maestro eine Rückhand-Cross mit unglaublichem Winkel aus dem Hut und holt sich das 2:1. 14.54 Uhr ist Wawrinka R.